In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du einen Tacker nachfüllen kannst. Ich habe hier einmal so ein klassisches Modell, was du aus jedem Büro eigentlich kennst. Und bei diesem funktioniert es jetzt folgendermaßen, dass wir das Oberteil ganz einfach nach oben ziehen. Dadurch öffnen wir nämlich hier schon das Fach, wo die Heftklammern drin sind. Und wenn ich das Ganze aufschiebe, geht der Schieber jetzt direkt mit nach hinten. Manchmal musst du den auch per Hand noch etwas nach hinten schieben. Aber hier ist er schon direkt mit nach hinten gegangen und hier siehst du dann schon die Öffnung, wo die Tackerklammern eben reinkommen. Hier habe ich jetzt schon die passenden parat. Die werden jetzt so hingelegt, dass die Öffnung nach unten zeigt und werden dann einfach dort einmal drin platziert. Da kannst du jetzt mehrere solcher Reihen reinlegen, bis das Ganze eben bis hinten hin gefüllt ist oder auch nur ein paar, je nachdem wie viel du gerade benötigst. Wenn du das dann voll gefüllt hast oder zumindest so weit gefüllt hast, wie du es haben möchtest, musst du das Ganze einfach nur wieder zuklappen, vielleicht vorher noch den Schieber vormachen. Hier passiert es aber wie gesagt automatisch. Einmal komplett nach unten klappen und schon ist der Tacker wieder einsatzbereit. Kann ich dir auch mal zeigen anhand eines Blatt Papiers oder beziehungsweise zwei Blättern Papier hier. Einmal zusammentackern, funktioniert wunderbar. Falls du jetzt aber nicht einen solchen kleinen Tacker hast, sondern einen richtigen Handtacker, dann funktioniert das Ganze etwas anders. Dafür habe ich dir hier auch mal ein Modell besorgt. Denn an diesem funktioniert das Ganze etwas anders als an einem herkömmlichen Tacker. Hier kannst du nämlich sehen, wenn du hinter das Gerät guckst, haben wir hier so eine kleine Öffnung bzw. so einen Schieber. Und den kannst du ganz einfach öffnen, indem du diesen reindrückst in das Gerät und dann guckst, dass die Litze, die hier oben durch diesen kleinen Schlitz guckt, die drückst du dann einmal nach unten, also reindrücken, etwas nach unten ziehen und dann bekommst du das ganze Teil nämlich auch ganz einfach rausgezogen. Jetzt musst du dann auch gucken, dass du hierfür die richtigen Heftklammern parat hast, die habe ich jetzt hier schon. Falls du nicht genau weißt, welche in dein Gerät kommen, steht das auf diesen Geräten meistens zum Beispiel auch drauf. In der Videobeschreibung verlinke ich dir übrigens auch beide Tacker, die ich hier benutzt habe, sowie ein paar Klammern, wo du dann gucken kannst, welche du benötigst. Diese werden dann ganz einfach hier reingeschoben, auch wieder die Öffnung nach unten. Einmal reinschieben, einfach reinfallen lassen und dann müssen wir nur diesen Schieber wieder platzieren. Den geben wir auch ganz einfach rein. Jetzt hast du dann ein bisschen Widerstand auf diesem, weil eben Tackernadeln drin sind. Und dann ganz einfach etwas weiter reindrücken, wieder nach oben schieben, sodass diese Litze wieder in diesem Schlitz verankert ist. Und dann ist das Ganze auch schon wieder fest und du hast auch deinen Handtacker erfolgreich nachgefüllt. Ich zeige dir jetzt auch hier nochmal, dass es funktioniert an so einem Stück Holz. Das heißt, wir tackern das Ganze einmal und es hat erfolgreich funktioniert. So einfach kannst du einen Tacker nachfüllen. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob es bei dir funktioniert hat und was für einen Tacker du gerade vor dir hast. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.